Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 161. Wir sind zwar jetzt wieder in Nagrand, aber aus dem Grund, und zwar habe ich mir ein paar Sachen geschickt. Erstmal was Leckeres zu essen. Und ein paar Tränke wieder. Müssen wir dann das Essen neu reinziehen. Na gut, die habe ich vergessen zu machen. Naja, gut. So, es geht weiter bei uns. Und zwar haben wir jetzt in der letzten Folge die Kieselchen da getötet. Jetzt können wir mal dahin und dann gehen wir hier vorbei und geben unsere ganzen marklosen Elfenbeine ab. Aber vorher gehen wir kurz verkaufen. Ich wollte eigentlich schon früher eins rausbringen, aber im Moment bin ich auch im Weihnachtsstress und habe nichts geschafft irgendwie. Also nicht böse sein. Dann können wir direkt mal ein bisschen Post verschicken. Gucken hier. Schwuppdiwupp. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Tasche wieder aufgeräumt. Ein bisschen. Ein bisschen. Schön. Ah, ich hätte auf. Naja, egal. Vielleicht verschicken können, aber gut. So, Dalla. Gucken wir mal, was uns das bringt. Anruf. Ich weiß damals, je nachdem, wo man, wie viele Ruf man hatte, konnte man auch Diamanten täglich sammeln gehen. Ich habe so einen Briefumschlag bekommen, wo dann Diamanten drin waren. Bei den. Ah, ja, jetzt wisst ihr, wie sie heißen. Also, ich konnte mal gucken. Gentemdämmerung? Ne, Wurzelnummer. Beim Konsortium, genau. Ich glaube, man musste freundlich sein, mindestens oder so. Und davon sind wir noch ein bisschen was entfernt. Ein wenig. So. Glück gehabt. Dann können wir gleich fliegen. Ich weiß gar nicht, ob wir dann viel mehr hier machen können in Nagrand. Weil das meiste, was jetzt in Nagrand ist, sind fast nur Gruppenquests. Wir haben es ja letztens probiert bei dem einen, aber das war dann doch nicht so das Wahre, was wir uns da, oder was da rausgekommen ist. Und das Ding kann uns ja trotzdem ungenietet. Tja. Passt. Ich dachte, laufen wir in einen hinweg und dann in den anderen rein. Aber nein, hat funktioniert. Bin ich froh, wenn wir genug Kohle zusammen haben, dass wir uns schnell das Reiten kaufen können. Ja, furchtbar. Das ist ja furchtbar. Christoph hat mit den Nein. Der da war es, glaube ich. Elfenbein. Schön. Ja, mal gucken. Konsortium. Immer noch neutral. 500 Rufe bekommen. Okay, brauchen noch ungefähr 1500. Puh. Das sind noch ein paar Elfenbeine. Immer drei kann man abgeben. Ich habe irgendwie ein Kopier gehabt. Naja, egal. Sei es drum. Selbst verarscht. Zum Rüstmeister wollte ich mal gerade gucken.
Auf neutral kriegt man dann noch nichts Tolles. Eine Schusswaffe ist nicht schlecht, ne? Na gut. Das sind die Laserwaffe. Piu, piu. Gold kann man nicht sagen, ne? Auch wenn sie scheiße aussieht. Na gut. So. Jetzt zum Netterdrachen. Müsste ja eigentlich auch zup zup hier, zup zup gehen. Die sind fies. Eine ganze Menge hier. Also ich glaube, es gibt auch eine Quest, wo man 10 Stück oder so davon killen muss. So. Lagers. Brauchen wir aber keine 3 zu, obwohl es empfohlen ist. Weil der fliegt nur drüber, der Guteste. Nachher, wenn wir aber ins Lager geschickt werden, da brauchen wir mindestens 3. Weil das ganze Lager voller Elite ist. Und später, oder mittlerweile ist es kein Elite mehr. Das heißt, man kann mittlerweile kann man einfach da so reinlaufen und die Dinger einfach umhauen. Daher kein Problem. Hier kann man theoretisch überall hinfliegen später. Wenn wir dann einen Flugmond haben. Ist kein Problem. Weil in der kompletten Scherbenwelt kann man fliegen. Noch halt nicht auf der Classic-Welt oder in Azeroth, wie ihr wollt. Da konnte man erst fliegen mit Katar. Ich habe auch schon einen, aber es ist wieder kein deutschsprachiger Server. Kata-Server gefunden. Ich warte noch, was die hier von Back to Basic und so machen, weil die suchen hier immer noch ein bisschen für Kata-Server. Aber wie gesagt, ich guck mal. Und so wie ich gesehen hatte, wenn wir wirklich auf Rise, also auf den anderen Server wechseln, von WTLK mit dem Charaktertransfer, sind wir dann 75. Ich wollte es trotzdem machen, aber dann halt. Ist halt 75, aber. Gut, wir fangen dann trotzdem am Anfang an. Hier ist das. Das ist halt die Gruppenquest. Da schimpft sich beste für jeden. Krach. Spielaufzeit, richtig. Nur Spielaufzeit, Gruppenquest empfohlen 3. Ist das? Hier, Dörn dann immer sagt, empfohlen 5. Und für die Elite. Von daher kann einfach nur 2 empfohlen. Von daher sollte man eigentlich auf die Empfehlung hören, weil die sind wirklich krass. Die sind wirklich krass. Also hören wir lieber drauf. Ach, super lieb. Süß, oder? Paladin. Hier, wovon die sprechen mit dem Okrima, das ist. Mal gucken. War das hier?
Hier, Ogrilla. Hier ist das und hier. Da musste man nämlich hin. Oh, da muss man ein paar Gruppenquests vorher machen, damit man quasi da freigeschaltet wird und konnte man da Dailies machen. Eigentlich ganz lustig. Muss man sogar für Dailies freischalten und Quest reinmachen. Genau nachher wie für die Netterschwingen. Das war auch ein Hickhack. Bis wir das erstmal das geschafft hatten mit den Dailies freischalten und so, da haben wir dann gefühlt, ja gut, wir waren jeden Tag da und haben dann die Dailies gemacht, Kohle bekommen. Dass wir dann schlussendlich, ich glaube, stolz waren mit, mich nicht lügen, ich glaube 10.000 Gold oder 15.000 Gold hatten wir. Da haben wir ewig für gefarmt. Wir fingen damals an mit Burning Crusade. Wurden 70, wir hatten keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung, leider. Aber irgendwann wussten wir halt mehr. Von daher war das kein Problem für uns. Wir haben uns tapfer geschlagen. Tja, da habe ich mich jetzt nicht so tapfer geschlagen. Das war keine gute Idee. Aber gut. Man tut, was man kann. Ich glaube, ich werde gerade terrorisiert von meinem Telefon. Würde ich sagen, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt. Wir sehen uns entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge. Mal gucken. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und auf Wiedersehen.